Willkommen beim Qualifying hier auf dem Shanghai International Circuit in China. Diese 5,45 Kilometer lange Strecke wird uns in der nächsten Stunde einige spannende Momente bieten. Ferrari und McLaren konnten hier in Shanghai schon eine Reihe von Erfolgen feiern. Ferrari hat 4-mal, McLaren 3-mal gewonnen. Ein ziemlich guter Schnitt, wenn man bedenkt, dass das erste Rennen hier in China erst 2004 stattfand. Basierend auf dieser Statistik nehme ich an, dass sich Alonso und Hamilton hier wieder gut schlagen werden. Ich glaube, sie haben gute Chancen auf einen Platz auf dem Podest. Mal schauen, was wir hier erreichen können. Im Trockenen in China hier. Das Training war ja nass. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison. Einige haben sich gefreut, habe ich in den Kommentaren entnommen können. Das freut mich, dass Bianchi-Saison jetzt hier so ein bisschen höher wiedergestellt wird. Wir fahren natürlich hier das kurze Qualifying. Das sind 18 Minuten. Oh, ich muss mich korrigieren. Das sind 18 Minuten. Und beim Training hatten wir das Thema, die Eltern von Bianchi haben die FIA verklagt. Da habe ich eure Meinung gefragt. Die meisten haben auch von euch geschrieben, die wollen Gewissheit haben. Es geht nicht denen um das Geld. Ja, im Qualifying heute mal ein anderes Thema. Das Rennen in Monaco. Da kommt ja auch wieder so ein bisschen die Sicherheit wieder zum Tragen. Bei dem Grand Prix. Bei Monaco, ja. Auch die Punkte von Bianchi. Ich wollte auch noch darauf hingewiesen, warum ich hier jedes Mal Manor sage und nicht Marussia. Es ist in dem Prinzip eigentlich egal. Der Begriff Manor kennt man halt jetzt eher, oder kennen halt neuere Zuschauer, die Formel 1 jetzt erst mit 2015 verfolgen, als noch Marussia. Deswegen sage ich immer den aktuelleren Begriff und das ist halt Manor. Hier im Spiel ist es in 2014 natürlich noch Marussia, ist logisch. Aber Manor, das hat sich mittlerweile so ein... Ja, im Kopf schon so festgenagelt, weswegen ich immer Manu sage und nicht mehr Wuschia. So, Qualifying, was könnten wir hier erreichen? Schwierige Frage. Im Training war es ja schon unter den besten 10 sind wir da gefahren. Das war relativ gut. Hier diese Rechtskurve extrem schwierig mit den Marussia oder Manu hier raus zu beschleunigen. Sehr gerne untersteuern. Also wieder Top 10 ist das Ziel. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ich möchte mal gerne den Motor auch beobachten hier. Gucken, ob wir jetzt im... Oh, nee, wirklich. Im Qualifying kann ich auch nicht später bremsen als bei Nass. Also der Manu hat hier einen deutlich längeren Bremsweg. Als andere Fahrzeuge. Also. Qualifying, wie gesagt, Top 10 wäre schon mal wieder ein Top-Ergebnis. Ich wurde auch gefragt, warum Experte. Ich möchte hier einfach nicht unbedingt am Limit fahren. Ich möchte eigentlich hier das mal... genießen. Ich möchte auch hier mal den Bianchi auf dem Podium verhelfen, beziehungsweise meinen Rennsieg einfahren. Und das geht halt nur wirklich auf Experte. Und der Sprung auf Legende, der ist extrem stark hier, 2 Sekunden mindestens. Und sonst, und wir wollen natürlich auch ein paar Kämpfe sehen, 2 Kämpfe sehen. Und nicht hinten bei, was ist denn hier hinten gewesen, Sauber Lotus. Na gut, Lotus war hier nicht weiter vorne, ne? Hier waren sie noch weiter hinten. Angesegelt wird Pastor Maldonado und Romain Grosjean. Boah, hier der Untersteuern, weil der Reifen einfach zu viel Temperatur bekommt. Genauso wie hier für die Doppel-Links. Ganz schwierig auch zu fahren. Der Wagen lässt sich auch ganz schwierig fahren. Der bricht sehr schnell aus. Auf Fett natürlich noch schneller als auf Standard. 59,1, da ist Hamilton im Regen eine 1,1 gefahren, also unter Inters-Bedingungen sind wir ja gefahren, das Training. Auch hier wieder ganz vorsichtig ans Gas gehen. Klar, sagte besser den Mittelteil, weil auch keiner in der Zeit hingeknallt hat. Wir werden einer der Ersten sein. Na, Chilton, unser Teamkollege, wird noch eine vor uns hinlegen. Oh, da sind jetzt die Hinterräder stehen geblieben. Gar nicht gut. Das kostet Zeit beim Rausbeschleunigen. Schilden 1,44,8. Ja, die Zeit werden wir, glaube ich, unterbieten. In einer 1. Ja, 41,9. Wenn wir da jetzt mal 2 Sekunden auf Schilden drauf verdienen, wäre ich ganz knapp vor ihm. So, mal schauen, für was diese Zeit reicht. Suti auch langsamer, genau, hier war noch Suti damit am Werk. Grosjean auch hinter mir, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Kobayashi noch. Der fuhr noch 2014 mit, okay.
Das sind ja schon gute 2 Jahre her. Ricciardo 1.40.8 im Red Bull. Die Frage ist, reicht das für die Top 10 oder reicht das nicht für die Top 10? Sonst würde ich es hier noch weiter pushen. Vettel Aussteller im Red Bull. Momentan P5. Das Problem ist, fahren wir in die Top 10. Hamilton 39.4. Also da seht ihr mal, ich bin trotzdem noch Kilometer weit weg von den Top-Leuten. Natürlich fahren wir dann komplett auch ohne Five, wie sich das gehört. Momentan P8. Also das bestätigt das aus dem Training. Und die Reifen könnte ich nochmal gebrauchen. Die Harten lassen sich hier noch schwieriger fahren. Beziehungsweise die haben noch gar nicht gefahren. Konnten wir ja auch noch nicht. Das Ziel vom Team ist übrigens 13. zu werden. Ja, das würde ich auf, möchte ich auch auf jeden Fall erreichen. Wetterbericht. Okay, es bleibt doch trocken. So, Teamkollege fährt auch rein. Wir fahren auch wieder rein. Und ziehen den nächsten Reifensatz auf. Eine schnelle Runde meistens. Weil momentan müssten wir mit dem Reifen auch starten. Das wäre natürlich wieder so ein kleiner Nachteil. Monaco Rennen, ja, da hat es ja stark geregnet am Anfang. Wo man ja dann mit dem Safety Car, oder hinter dem Safety Car gestartet ist. Das war ja in meinen Augen so ein bisschen unnötig. Klar ist Monaco, da geht aber die Sicherheit immer vor, aber es kann einfach nicht sein, dass in Magnussen zum Beispiel direkt nach dem Safety Car auf Intermediates wieder wechselt. Also das ist dann wieder so, wo man sich so als Zuschauer fragt, wofür haben die denn Fullwertreifen, wenn sie damit ja eh wieder nicht fahren. Klar, Hamilton ist damit lange gefahren, ist sogar von Fullwertreifen gewechselt sofort auf Ultrasoft, also der weiteste Sprung eigentlich, den es ja gibt, von Trockenreifen zu Regenreifen. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum hält der Regenreifen so gut und warum kann man selbst mit einem Intermediates, den der Ricciardo aufhatte, den Hamilton nicht überholen? Also das war schon ganz kurios. Ganz komisch fand ich. Also vielleicht geht das auch nur in Monaco, aber das ist ja etwas, ja, wo man sich einfach auch nur denkt, was soll das? Wo bin ich eigentlich? Ja, so überholen in Monaco grundsätzlich schwierig, aber mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Boah, ich müsste 6 Zehntel finden. Ja, das wird ganz schwierig. Also 6 Zehntel werde ich mit dem Wagen hier nicht finden. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. 9%! Holla, die Waldfee, das ist viel. Ist doch schön. Wenn die Erwartungen immer besser sind als, oder dass die Erwartungen immer schlechter sind als das, wo wir gerade sind. Das Rennen in Monaco fand ich jetzt nicht gerade das Spannendste. Die Spannung wurde auch so ein bisschen rausgenommen, mal wieder. Natürlich Rosberg mit Problemen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Lässt dann seinen Teamkollegen ziehen. Ich hätte es als Teamkollege nicht gemacht. Muss auch mal fairerweise sagen, auch wenn es da eine Absprache gibt. Weil Hamilton hat das auch eigentlich in dem Sinne noch nie gemacht. Wenn der Hintermann klar schneller ist, ihn vorbeizulassen. Gut, bei Rosberg war es ein technisches Problem. Das kommt dann natürlich dann auch noch mal raus. Aber für Rosberg war das eigentlich nur noch Schadensbegrenzung dann. Was er da abliefern sollte. Das Auto heil und sicher ins Ziel bringt. Das schafft dann Rosberg wiederum. Und der Punktevorsprung ist auch geringer geworden. Wo natürlich dann hart diskutiert wurde beim Monaco-Rennen, war die Szene Hamilton gegen Ricciardo. Das war in Runde 37. Da wurde ich auch schon gefragt, ob ich Hamilton eine Strafe reingedrückt habe. Ich hätte ihn eine Strafe dafür reingedrückt. Muss ich aber fairerweise sagen. Weil, wenn im Zweikampf die Kurve abkürzt, der hat einen Vorteil. Der hat auf jeden Fall in meinen Augen einen Vorteil, weil der kann sich dann anders positionieren, um sich zu verteidigen. Das ist, also abkürzen ist in dem Bezug für mich da auch ein Vorteil. Wobei eigentlich auch mager. Deswegen, ich fand das dann nicht in Ordnung, was dann Hamilton abgezogen hat gegen Ricciardo. Also Ricciardo hat sich da, glaube ich, in meinen Augen auch nicht unnötig beschwert. Weil Hamilton hat sich ja sogar zweimal auch in der einen Runde
wo Ricciardo in der Boxengasse gefahren ist, hat er mitten auch schon mal eine Kurve ausgelassen. Also das hätte bei mir dann auch nochmal in die Entscheidung mit reingefallen. Also das war, ja, es war hart an der Grenze, sagen einige. Für mich war es aber eindeutig über der Grenze, was er mitten da gemacht hat. Ich kann nicht in einem Zweikampf eine Kurve abkürzen. Das geht bei mir gar nicht. Ja, andere haben das auch gemacht. Die haben dann wieder die Position hergegeben. Gut, das muss dann Hamilton in dem Augenblick nicht, aber es ist schon irgendwo dann, ja, auffällig. In einem Zweikampf, klar, es ist der Kampf um Platz 1. Wahrscheinlich hat deswegen die FIA auch keine Strafe ausgesprochen. Aber es kann einfach nicht sein, auch wenn es um Position 1 geht, dass man sagt, da gibt es keine Strafe. Also, bei ORF hat auch schon Wurz gesagt, der hat auch eine Strafe reingedrückt, weil bei Russland in Sochi hat man das mit Sainz gemacht, da war es gegen Palma, da war es eine sehr, sehr ähnliche Situation. Da hat man dann eine Strafe verteilt, hier hat man jetzt keine Strafe verteilt. Also das ist wieder so eine, ja, nicht gleichmäßiges Durchsetzen der Rennleitung. Und Hamilton hat auch schon zwei Verwarnungen kassiert bei anderen Rennen. Also er sollte sich da ein bisschen zurückhalten, sonst kommt uns runter wirklich mal irgendwie was. Man hat ja schon vermutet, dass das hier in Monaco der Fall sein könnte. Mit 10 Positionen dahin, da kam er auch noch sehr, sehr glimpflich davon. Und jetzt kam er wieder sehr glimpflich davon. Also ich hätte eine Strafe reingedrückt. Ich wüsste jetzt nicht, was für eine Strafe, aber bei mir ja. Weil, wie gesagt, abkürzen in einem Zweikampf, das geht gar nicht. Wenn der an der Wand ist, jetzt kollidiert und beide werden rausgefahren. Oder das andere Szenario, Ricciardo gibt weiterhin Vollgas auf dieses... auf diesen nassen Stück, dreht sich rein, weg in den Hamilton rein. Dann wären auch beide weg gewesen. Also man muss es immer so und so sehen. Boah, ich fahre sogar fast die 15. Ich habe sogar fast die 15. gefunden, aber das wird jetzt hier, glaube ich, nichts mehr. Boah, die 16. 1,41,4. Auch hier in dem Vorgänger, die ersten 8 wären die schnellsten. Und dann nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Hamilton eine Strafe gegeben für diese Aktion oder nicht? Also ich hätte da vielleicht eine 5 Sekunden Zeitstrafe oder so gegeben. Das hätte dann auch keine Auswirkung auf das Rennen gehabt. Aber wie gesagt, eine Kurve abzukürzen ist immer ein Vorteil. Wenn er nämlich zwangsweise die Kurve kommen müsste, dann wäre er in einem ganz anderen Winkel dadurch auch gefahren. Und das ist dann auch mal so eine Frage, hätte dann Ricciardo natürlich auch so ansetzen können. Na gut, Ricciardo war richtig angepisst, das hat man auf dem Podium gesehen. Der wurde ja wieder um den Sieg gebracht, weil Red Bull sein Boxenstopp verhagelt hat. Ich sag mal so, wenn sie 3 Sekunden schneller gewesen wären, dann hätte es gereicht. Für den guten Ricciardo. Hat es dann aber nicht, also die haben auch, die wussten glaube ich nicht, welche Reifen sie aufziehen sollen für Ricciardo. Das war so ein bisschen das Problem. Sie standen A nicht parat und B wussten sie nicht, welche Reifen ziehen jetzt den Ricciardo auf. War sie dann auch sehr kurios bei dem Rennen fand. Zwar waren Ricciardos Supersoft ja angefahren, aber seine Reifen sind schneller abgebaut als die von Hamilton. Klar, die Frage ist jetzt, welcher Supersoft ist das jetzt gewesen? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das der Supersoft war, den er für Q3 benutzt hat. Für Q2 benutzt hat. Das heißt, er hat ja eh nur 3 Runden runter. Und der Superstoff sollte ja länger halten als der Ultrastoff. Das war aber in dem Augenblick gar nicht so wirklich der Fall. Das war auch kurios. Der Ultrastoff von Rosberg, der hat ja auch viele Runden drauf gehabt. Die sind da über 45 Runden, na 50 nicht ganz, aber über die Hälfte der Renndistanz konnten die mit dem Ultrastoff fahren. Das war dann auch wieder sowas für mich. Ich so nach dem Motto, wofür entwickelt dann Pirelli einen zusätzlichen Reifen, der im Renntrip nicht schneller war? Der war nicht schneller, er baute nicht wirklich deutlich mehr ab. Als zum Beispiel das Soft. Weil Perez und Vettel, die konnten ja wirklich locker das Tempo mitgehen. Mit ihrem Soft. Das hängt natürlich auch so ein bisschen was mit dem Temperaturfenster der Reifen. Der Ultrasoft war ja natürlich auch zum Beispiel nach so einer virtuellen Safety Car viel, viel schwieriger für Hamilton auf Temperatur zu bekommen. Das war nicht immer die Chance dann für Ricciardo wirklich zu attackieren. Ansonsten gar nicht. Ja. Also sonst hatte Ricciardo nie eine Chance, wirklich dran zu kommen mit dem Supersoft.
Aber ich glaube, das Rennen wäre so nochmal spannender geworden, wenn Ricciardo vorne gewesen wäre und Hamilton hätte mit dem Ultrasub zum Schluss nochmal attackieren hätte können. Das wäre in meinen Augen das ganze Rennen nochmal aufgewertet. So war es dann am Ende wirklich nur eine Fahrt. Ey, wir fahren jetzt nach Hause. Gut, es kam dann nochmal ein Regenschauer. Was heißt ein Regenschauer? So ein Minischauer, der dann gereicht hat für zum Beispiel Nico Hülkenberg nochmal in Rosberg. An der Skal- und Ziellinie vorbeizukommen. Ich denke mal, bei der hat man das nicht gezeigt. Also die internationale Bildregie hat da auch so ein bisschen gepennt. Was das betrifft. Was ich jetzt eigentlich nicht so toll fand. Aber auch zum Beispiel Perez, also Force India, ein ganz starkes Rennen. Da hätte aber auch ein Hülkenberg mal auf dem Podium stehen können. Aber es ist immer Perez. Also Perez ist immer dann zur Stelle. Ja, wenn ein Chaos ausbricht. Also das Safety Car, auch die Anfangsphase war viel zu lang. Also ich hätte das Risiko, oder wäre das Risiko eingegangen. Wo ich bin ja sowieso ein bisschen anders als die FIA, da getickt oder tickt. Die gehen ja mal wirklich auf komplette Sicherheit. Was das betrifft, immer starten wir bei Full Weight hinter den Safety Car. Was so ein bisschen auch natürlich so ein bisschen die Spannung rausnimmt. Also, wenn ich mir da in das 24-Stunden-Rennen der Nordschleife bedenke, das war richtig geil. Da zögert man ja. Da zögert man auch gezögert, ja, mit dem Safety Car. Oder mit den drei Einführungsrunden hat man auch lange gezögert. Vielleicht am Ende dann doch die goldrichtige Entscheidung. Was sagen die Fahrer? Natürlich. Aber da zögert aber in meinen Augen jetzt nicht so lange gezögert, wie zum Beispiel das bei der Formel 1 immer der Fall ist. Bei der Formel 1 habe ich das Gefühl, die ziehen das jedes Mal so unnötig in die Länge. Warten, bis die Fahrer sagen, ja, lasst uns jetzt mal fahren. Und selbst dann zögert man noch zwei Runden. Also. Ja, Charlie Whiting, der ist ein bisschen Weichei geworden. Wolltest begründet das immer mit unserer Gesellschaft. Bei uns darf quasi nichts mehr in unserer Gesellschaft passieren. Das wird natürlich auch so ein bisschen vermittelt durch den Medien so ein bisschen. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Es darf quasi nichts mehr passieren bei uns. Das ist natürlich der komplette Schwachsinn in meinen Augen. Ich sage mal, deswegen, man schaut sich die Formel 1, oder früher hat man sich die Formel 1 gerne angeschaut, weil es halt auch so ein bisschen einen gewissen, ja, so ein Gefährlichkeitsfaktor war halt einfach da und der schwindet immer mehr und immer mehr. Jetzt kommt ja wieder das Halo-System da in Frage und dann lassen zum Beispiel die FIA-Mechaniker arbeiten während einer virtuellen Safety-Car-Phase, wo sie da wirklich noch mit, ja, halbem Renntempo da um die Gassen fahren. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wieso man das macht, das ist für mich genauso ein großes Risiko. Für die Mechaniker halt. So, mal ganz kurz mit dem Schild. Mit Schildhilfe vielleicht nochmal weiter nach vorne. Ja, der erreicht aber auch einen guten Topspeed. In der Theorie könnte ich sogar noch eine Runde fahren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das von der Zeit her so dermaßen reicht. Eine Position 6 stark. Starke Runde zum Schluss. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da nochmal so viel Zeit finde. Im Vergleich zur ersten Runde. Eine gute Runde. So, ich weiß nicht, ob der Schild jetzt nochmal eine schnelle Runde fährt. Er könnte theoretisch auch noch eine. Und das ist natürlich jetzt der Reimsatz, mit dem ich starten soll. Zum Beispiel, wie findet ihr das zum Beispiel, das Monaco-Rennen? Also für mich war es das, ja, mit eines der schlechtesten in dieser Saison. Aber es liegt auch so ein bisschen an der Strecke. Man kann einfach nicht überholen. Das finde ich so ein großer Kritikpunkt an der Strecke. Man hat es bei Hamilton gesehen. Also wenn man wirklich nicht überholen soll, dann kann man das wirklich erzwingen. Man kann es ja quasi erzwingen. Also mal schauen, ob man das im nächsten Jahr noch weiß, wie Hamilton agiert hat. Dass man da quasi einfach sagt, okay, ich decke die Innenlinie ab, ich verbremse mich so ein bisschen. Kriege die Kurve nicht so ganz und mache dann knallhart nochmal die Tür außen zu und fahre so ein bisschen gegen die Leitplanke. Bin mal gespannt, ob sich das einige Fahrer merken werden. Dass das von der FIA noch geduldet wird.
Und dann werden wir gar keine Überholmanöver mehr wirklich sehen bei den Top-Leuten. Da wird es wirklich eine Fahrt hintereinander, hintereinander, hintereinander. Und das ist auch so etwas, das will man auch nicht sehen. Ja? In der aktuellen Formel 1. Also die aktuelle Formel 1 ist ja mittlerweile so geschickt. Überholmanöver, 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 Überholmanöver. Im besten Fall nur Überholmanöver, ja, das ganze Rennen. Das war früher nicht so extrem. Also früher hat man nicht immer gesagt, Überholmanöver, 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 ja. Weil wir brauchen nicht nur Überholmanöver, weil wenn vorne ein Überholmanöver passiert, weil ein Auto einfach schneller ist, dann wird es problematisch. Ich mag das immer so, wenn wirklich zwei vorne kämpfen, die auf einem Niveau fahren, die sich die ganze Zeit betteln, ja, und es kommt erst zum Schluss zu vielleicht zum Überholmanöver. Das sind für mich Rennen, die was ausmachen. Also ich brauche nicht dieses... Okay, warum fährt der jetzt raus? Ich brauche nicht dieses Überholmanöver und Überholmanöver. Eigentlich wäre im Regelfall wäre nicht die Ampel auf rot. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was war das für eine Session für Mercedes heute? Das Team hat sich für das morgige Rennen die erste Startreihe gesichert. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Ah, Massa hat sich nochmal vor uns, glaube ich, geschoben. Hamilton von der Pole Position, Rosberg zweiter, Bottas auf der 3. Dann beide Red Bulls mit Vettel und Ricciardo. Massa auf der 6, Wirschgarn von einem guten 7. Platz. Knapp vor Alonso, das ist wirklich im 1000. Bereich. Kimi auf der 9. Button komplettiert die Top 10. Ja, unser Teamkollege 5 Sekunden, also da, ja, knappe 3,7. Die KI ist ungefähr 2 Sekunden schneller, dann wäre ich auf Position 15. 14, 15 gelandet, aber somit haben wir Chancen, vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison.